Der neue Peugeot 108 ist deutlich lifestyleiger als sein Vorgänger. Einerseits durch entsprechende Designmaßnahmen und andererseits durch eine Vielzahl an trendigen Ausstattungsmöglichkeiten. So gibt es den 3,48 Meter kurzen Peugeot 108 mit einem großen Touchscreen, der das übliche Repertoire an aktuellen Features bietet und auch via Smartphone-App zu koppeln ist. Auch übers Lenkrad lassen sich die Funktionen steuern. Außerdem ist eine aufpreispflichtige Rückfahrkamera erhältlich. Selbst eine Klimaautomatik darf es je nach Modellvariante sein und an kalten Tagen wird man zudem das extra Sitzheizung schätzen lernen. Als besondere Draufgabe ist dann noch ein weit öffnendes Stoffverdeck in der Preisliste zu entdecken, und zwar bei den Modellen Top Active und Top Allure. All das kostet und vom verlockenden Dreitürer-Einstiegspreis unter 9.000 Euro ist man dann schon mehrere tausend Euro nach oben geklettert. Der günstigste Fünftürer mit Stoffverdeck, der Top Active, kommt auf 13.240 Euro. Wer, wie im Testwagen, statt 69 lieber 82 PS nimmt, liegt schon bei 13.940 Euro. Absolut gleich bei allen Varianten ist das sehr gute Platzangebot vorne, während es sich auf der Rückbank eher nur auf kurzen Strecken aushalten lässt. Wie schon beim Vorgänger sind die hinteren Seitenfenster nur einen Spalt zu öffnen. Und ebenfalls wie beim Vorgänger gibt es keine Heckklappe, dafür aber eine Heckscheibe, die nach oben schwingt. Diese lässt eine relativ kleine Ladeöffnung frei. Die Ladekante ist zudem recht hoch. Das Kofferraumvolumen beträgt in Grundstellung 196 Liter, maximal sind es 780 Liter, wobei die umgelegten Sitzlehnen eine schiefe Ebene hinterlassen. Der 82 PS Benziner verhilft zu angemessenen Fahrleistungen, ist aber immer gut zu hören. Die tiefe Sitzposition verstärkt das sportliche Go-Kart-Feeling. Der Wendekreis hätte geringer ausfallen können. Abgesehen davon macht der 108 vor allem im Stadtverkehr viel Spaß und beweist, dass man auch mit Kleinwagen komfortabel und zeitgemäß unterwegs sein kann. Mit 6,7 Liter Testverbrauch bei forcierter Fahrweise und starkem Cityanteil bewegt sich der Peugeot 108 gerade noch im üblichen Benzinerrahmen. Doch Geld sollte bei einem schicken Kleinwagen offenbar keine große Rolle spielen, denn wer Lifestyle haben will, wird Lifestyle auch bezahlen, und der Peugeot 108 ist angesichts der zahlreichen Optionen und des Fashion-Äußeren eine gute Gelegenheit dazu.